In diesem Video wird gezeigt, wie Etikettenmaterial richtig in den EZDT4 Barcode-Drucker eingelegt wird. Jeder Gotex-Drucker wird mit einer Musterrolle Etikettenmaterial ausgeliefert. Entfernen Sie das Klebeband, mit dem die Rolle zusammengehalten wird. Entriegeln Sie den Rollenhalter und klappen Sie ihn hoch. Stecken Sie dann die Rolle auf den Rollenhalter und verriegeln Sie ihn wieder. Achten Sie dabei darauf, dass die Etiketten von oben nach unten abgewickelt und mit der Druckseite nach oben in den Drucker eingezogen werden. Der Rollenhalter rastet mit einem hörbaren Klicken sicher ein. Öffnen Sie nun die Materialführung vollständig. Achten Sie darauf, dass der Etikettensensor in der Mitte positioniert ist. Ziehen Sie das Etikettenmaterial über die Druckwalze, sodass es ca. 3 bis 5 cm über die Abrisskante hinausragt. Drücken Sie die Etiketten leicht nach unten und schließen Sie dann die Materialführung über dem Etikettenmaterial, sodass es an beiden Seiten eng umschlossen wird. Schließen Sie dann das Druckergehäuse. Nun haben Sie das Etikettenmaterial richtig in Ihren EZDT4 eingelegt. Danke, dass Sie sich dieses Godex-Video angeschaut haben. Mit Ihren Anregungen oder Fragen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.